Jetzt rufe ich auf den Punkt 17, zweite Lesung, Gesetzentwurf Landesregierungsgesetz zur Änderung des Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessengesetzes, Drucksache 209451. Hier wird der Kollege Tobias Ecke die Berichterstattung machen. Und mir ist auch gesagt worden, es gibt dann keine Aussprache. Das geht ohne Aussprache. Und das erläuterst du, wie das gemacht wird. Bitte sehr, hast das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, dann erläutere ich das mal. Ja. Zunächst einmal Beschlussempfehlung. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Bei Stimmen von CDU, Bündnis 90 die Grünen, AfD, Freie Demokraten, Die Linke, bei Stimmenthaltung der SPD. Soweit, Herr Präsident, die Berichterstattung. Und in der Tat, es wurde sich vereinbart ohne Aussprache. Ich wollte nur für die Enthaltung, kurz für die Sozialdemokratie, noch einmal deutlich machen, die Grundidee mit dem Thema Umsatzsteuer ist eine richtige. Die Grundsatzfragen, die ich auch in der ersten Lesung hier deutlich gemacht habe, zum Thema Wirtschaftsförderung, sind genau die Punkte, die uns sozusagen die Zustimmung nicht möglich machen und deswegen die Enthaltung. Vielen Dank, Kollege Ecke. Das hast du gut und schnell gemacht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf zur Änderung des Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessengesetzes in zweiter Lesung seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU, Bündnis 90 die Grünen, das ist der Kollege Kahn, das ist die FDP, das ist die AfD, das ist die Linke. Dagegen ist keine. Enthalten tut sich die SPD. Damit ist dieser Gesetzentwurf angenommen worden in zweiter Lesung und zum Gesetz erhoben.